Herzlich willkommen zurück zu Trust in Me, Trey, wir müssen uns beeilen. Du, Dalu steht auf dem Mond und wartet auf mich und ich muss meine Rakete bauen und Ich sterbe hier oben. Musst du nicht. Ich werde sterben, Leute. Ja, wahrscheinlich schon, aber das weiß doch keiner. Ich hab nichts. Gar nichts. Ein Dorf soll ich finden auf dem Mond, ey. Da hab ich was gefunden, ein Tempel, ein Dorf. Was mache ich bei dem Dorf? Wie gesagt, du kannst nichts machen, weil du ja nichts dabei hast. Ja, aber da hast du nicht gesagt, die haben irgendwas hier? Ja, wenn du noch was dabei hättest, dann könntest du, aber naja. Also ich kann ja auch nichts finden? Nein. Ei. Zinn-Dekorationsblock. Bäume. Okay, keine Panik, keine Panik. Mondbewohner. Sind die böse? Nein. Guten Tag, ich bin ein Erdling. Alien-Dorfbewohner. Mhm. Billige Fackeln. Oh, da oben ist die Erde. Meine süße Erde. Ich lege nicht jetzt. Beeil dich. Bitte. Ja, ich mag doch schon. Bitte. Notescone. Oh, kacke, ich brauche Stahl. Heavy Duty. Heavy Duty. Figo. Heavy Duty. Hallo. Luft. Versuche nicht zu atmen. Hohe Rat der Alien-Dorfbewohner nimmt mich gerade irgendwo hin. Oh oh. Nix erzählen. Es gibt Städte und Tempel, oder? Es gibt auch einen Tempel, oder? Wüsste nicht, dass es einen Tempel gibt. Ne, es gibt keinen Dungeon mit einem Boss? Doch, aber der ist kein Tempel, der ist ein Loch im Boden. Ein großes schwarzes Loch im Boden. Warte, Moment, wenn ich kurz unter Wasser gehe. Unter Wasser? Ja, hier ist ja Wasser auf dem Mond. Was? Wasser auf dem Mond? Ich hab hier Wasser. Weil die müssen ja auch irgendwie ihr Feld bewässern. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Auscones, fertig. Antrieb. Los, los, los. Was? Kein Strom mehr? Was? 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 Oh, ach ja. Ich sterbe. Vielleicht kann ich in meiner Raumkapsel noch ein bisschen atmen. Wenn du das glaubst, ein bisschen Hoffnung kann nicht schaden. Die denken jetzt wirklich, ich habe beide Raketen gestartet. Bevor du drinnen warst, ja, bestimmt. Super. Stellst mich wieder als den Bösen hin. Ja. Ist halt ein geeignetes Ziel für so. Sehr gemein. Mein liebster Chico von Welt. Auf mehr Zinn, Kacke. Zinn, ich brauche Zinn. Oh je, oh je, oh je. Ging's mir irgendwas Mondstein mitzunehmen? Habt da drumrum keine Gravity oder sowas? Hab ich. Was? Bringt es mir irgendwas Mondsteine mitzunehmen? Nö. Auch Zinn? Ach, kacke. Hätte ich mal meinen Exosuit mitgenommen, dann wäre ich bestimmt richtig geil auf dem Mond unterwegs. Hätte ja vorhin Mondbuggy gebaut, die sind cool. Aber dass die nicht mal Kisten haben auf dem Mond. Also die haben ja wirklich gar nichts. Da kann ja nicht mal irgendein Item drin sein oder so. Ja, das ist wirklich schon ein bisschen schade. Ein Mondcreeper! Gibt es vielleicht ein Wesen, was, wenn ich mich ja in manche Sachen transmogge,
dann habe ich ja auch automatisch deren Eigenschaften. Gibt es irgendwas, was nicht atmen muss? Ich denke nicht, dass es sowas gibt. Ich rotte jetzt mal so ein Dorf aus. Was? Ich will ein Dorfbewohner werden. Oh Gott. Was denn? Ach nix. Ich wollte auch ein Alien-Dorfbewohner sein. Das ist der erste Beweis, wer zuerst auf dem Mond war, um das mal klarzustellen. Das stimmt wohl auch wieder. Ich habe keine Flagge gebaut. Nein. Ach, kacke. Wir haben keinen Zinn mehr. Ganz schlecht. Nicht mal als Alien-Dorfbewohner darf ich hier leben. Lebensberechtigung, das ist blöd, ne? Das riesige schwarze Loch ist bestimmt sehr selten. Es geht. Eigentlich nicht. Ich bin ja schon relativ gut rumgeflogen. Ey, will ich es erkennen? Ja klar, das ist ein großes, rundes Loch im Boden. Ja, die gibt's überall, alle 2 Meter. Ja, aber so ein richtig großes. Du wirst es sehen, wenn du es erkennst. Wenn du es siehst, wirst du es erkennen. Wenn ich es erkenne, dann werde ich es auch sehen. Und genau, wenn du es erkennst, doch sehen. Viel zu wenig Zinn. Viel zu wenig Zinn. Ach, Mann. Was? Gib mir Stahl! Das wird echt knapp. Ich sammle noch ein paar Blümchen für dich. Mach das. Ey, das dauert so urewig. Ich hoffe wirklich, dass ich dieses Loch, was du meinst, erkennen werde, wenn ich es sehe. Dabei habe ich schon 4 Dörfer gefunden. Das komischste Dorf aller Zeiten. So. Hey, so. Der Tank leert sich. Die Luft wird knapp. Die Dörfer werden immer kleiner. Also, das mickrige Dorf. Hier ist jetzt ein riesiger Krater, aber ich kann den Boden sehen. Sollte ich den Boden nicht sehen davon? Doch, doch, schon. Ist denn groß und rund? Wirklich rund? Ja, aber ich kann. Die Relation für groß habe ich einfach noch nicht, weil die halt alle 5 Meter so ein Loch ist. Weißt du, was ich meine? Kupfererz. Geh mal unten rein, du wirst sehen. Jetzt bin ich in so einer Art Mine gelandet. Also ja, so ein, da bist du richtig. Na, Mine nicht. Es ist normaler. Wie auf der Erde, auch wenn du in so einen Schacht kommst, einfach. So der schon so. Als wenn einer selber gebuddelt hätte. Dann ist es nicht richtig. Es soll schon eine richtige Mine sein, Zinnerz. Ja, du wirst es erkennen. Also unten ist halt ein Gang aus roten Steinen mit Fackeln. Okay, nee, das ist. Und Monster-Spawnern. So, wo war ich? Ich war bei Flint and Steel. Oh, kacke, ich hätte hier nicht reingehen sollen. Ich komme nämlich, ich kann mich hier nicht rausbauen. Ja, Flint mehr? What? Aber lustig, dass es hier Erze gibt, auch wenn es nur die mickrigen sind. Ja.
Da ist was! Ein Space-Skelett mit zwei Bögen! Raketenbau eine Space-Spinne! Und wenn ich mich... Oh, hier geht's immer weiter runter. Scheiße. Die natürlichen Höhlen sind es aber auch von vornherein nicht, oder? Also so eine, das ist nicht dann unter der natürlichen Höhle, oder? Shigo! Ja, ich beeil mich doch. Nein, sag mal. Nee, es ist an der Oberfläche. Also du hast quasi an der Oberfläche okay. Ein großes, rundes Loch. Also es ist von vornherein, kann es nicht ja. In der natürlichen Höhle sein. Oh Mann! Aber nicht mehr viel. Nicht mehr allzu viel. Das größte Problem ist gerade das Zinn. Ja, ich muss mal losfliegen, Zinn holen. Oh Gott. Oh Gott, die Luft ist schon halb weg. Oh Gott. Das Lustige ist ja, meine Zuschauer wollten ja eigentlich, dass ich dich auf den Mond aussetze quasi und alleine zurücklasse. Aber so war das jetzt nicht geplant. So, also würdest du das wirklich machen? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht. Gott, ich sehe nichts mehr. Das war jetzt bis jetzt der größte Krater, den ich gefunden habe, aber da ist es auch nicht drin. Kupfer. Lebst du noch? Noch lebe ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie lang. Wo ist eigentlich meine Rakete hin? Undefiniertes Objekt an der Oberfläche gesichtet. Werde dies erkunden. Ein brauner Klotz. Meteor. Nimm den mit, der ist wichtig. Kann ich nicht. Warum nicht? Hast du einen Diamant? Ach, nee. Meteor wurde auf der Karte markiert. Sehr gut. Dann gib mir 10.
Buds. Was macht der Meteor? Im Meteor brauchst du die Tier-2-Rakete zu bauen. Also, das macht Heavy Duty Ingots oder Heavy irgendwas Ingots. Kann man da auch noch was anderes machen? Warte. Ja, coole Sensor, Brillen und. Waffenmäßig? Waffen nicht, nee. Krassen Shit. Nein. Keine Waffen. Bald. Bald. Das Ende am Tunnel schon sehen. Bald ist zu spät. Nein. Habe ein schwarzes Loch diesmal wirklich gefunden. Ja, ein großes schwarzes Loch. Ist aber kleiner als manch andere Krater, aber unten ist komischer Bauern. Spawner sind hier. Da siehst du. Spinnennetze. Jawohl. Und das ist, finde ich, hier am Ende des Tunnels. Ein Boss. Den schaffe ich nicht. Mhm. Der wirft dich in Lava. Kannst du das aushalten? Man kann auch nicht verhindern, dass er dich in Lava wirft. Der packt dich und wirft dich in Lava. Wenn er mich nicht packt. Dann musst du gut sein. Der ist groß. Er ist sehr groß. Der hat 2 Bögen. Markier den Eingang erstmal, ne? Schaffen wir den zu zweit? Ja, ja. Aluminium. Meteor und ein Eingang. So. Na Moment, ich kann doch einfach was Feuerresistentes wählen, als Verkleidung. Ja, ja, stimmt, kannst du machen. Hast du eine ordentliche Waffe dabei? Dia-Schwert. Versuch's. Was ist ein Feuerresistent? Woran sehe ich das? Lohen zum Beispiel. Lohe müsste feuerresistent sein, ne? Magma-Slime oder was, alles, was aus dem Nether kommt eigentlich. Denk mal der Lohe, die Partikel aufzumachen. Die nerven ein bisschen. Na, solange ich mich bewege, geht's. Okay. Halt nur, wenn du stehen bleibst, ist nervig. Wenn ich sterben sollte auf dem Mond, spawn ich ja auf dem Mond, ne, leider. Ja. Wegen Dimensionen. Ja, genau. Das Schlimme ist, du spawnst irgendwo. Ohne alles. Ich glaube, du hast dann eine Minute, um dein Zeug zu finden. Ich glaube, ich sterbe vielleicht doch. Ich krieg den Weg dahin nicht mal wirklich geklärt, weil es sind ja unendlich viele Spawner. Rotes Miniatur als Whitestone, Schablone. Das ist super. Nimm einen Whitestone mit, da hast du den nächsten Freitod. Ach, wenn ich den im Inventar hab? Ja. Was mit meinem Gear dann? Nee, du stirbst nicht. Soll ich den einfach nur im Inventar haben? Ja. Wenn du sterben solltest, dann geht der kaputt und dann wirst du regeneriert, kriegst einen Boost. Region Boost. Die weiterentwickelten Creeper, die sind der Shit. Verwundbar irgendwie? Kommst du darauf? Ich krieg keinen Schaden. So gut. Ich hab den Boss gefunden. Oh, mir fehlt Skelett-Boss. Eisen. Er hat mich gerade gepackt. Und der schmeißt... Ach, easy. Ja, gut. Boss verstanden. Ja, ja, der schmeißt ihn nicht in Lava, der wirft ihn einfach nach hinten. So, mich hat er damals in Lava geworfen, deswegen nach hinten. Ja, ja, da ist Lava. Ah, oh, das geht mit Charcoal. Was? Oh. Der Boss hat sich am Ende gesprengt. Okay, ja, kann passieren.
Und er hat Stufe 1 Dungeon-Schlüssel. Das ist ja nicht der Boss dann, ne? Das ist der Boss gewesen und dahinter ist jetzt ein Raum, wo eine Kiste steht. Das ist die, wofür du den Schlüssel brauchst. Lass mich durch. Die entwickelt einen Creeper mit ihrem super Highspeed, ey. Creeper explodieren ja sowieso nicht bei mir. Stimmt. Deswegen. So, und ich brauche noch... Dracheneier, ungefähr 8 Stück. Mein Gott. Eine NASA-Werkbank-Schema. Ja, das ist das. Das ist Schallplatten, das. Namensschild, Eimer. Kann ich die Kiste mitnehmen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Gehen wir jetzt wieder nach Hause. So, und jetzt musst du noch kommen und mich retten. Ja, ich hab's gleich, Gleich hab ich's, gleich. Jetzt mich nicht, warte. Jetzt ist doch was explodiert. Ach, der Skelett hat einen Creeper erschossen. Der Rüstung ist für den Dungeon schon total overpowered. Die Mobs machen gar keinen Schaden. Aber... Das ist gut. Der Boss hat keinen Damage gemacht. So, noch zwei. Ja. So. Wollen wir die Rettungsaktion in der nächsten Folge starten? Ist Zeit schon um? Ja. Lass mich hier noch einmal kurz rausfliegen. So, jetzt bin ich am Land. Ja. Immer, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht es die Rettungsaktion. Gott, dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.